Das wird nicht ohne Scharmützel abgehen. Was sind Sie? Ja, guckst du, ne? Wir klauen euch alles weg. Und die dürfen wir vor allem auch nicht zu groß werden lassen. Die müssten wir also wirklich attackieren. Sonst haben wir echt ein Problem. Herzlich willkommen zu Empires. This Formica Rufa Wood Ant Queen has laid her first brood in a burrow near the sea. Her nest is just on the outskirts of the beach, the perfect vantage point for scavenging hapless morsels washed in by the tide. At the moment, the tide is out, but it won't stay that way. The ants must make haste and stockpile what they can, while they can. Ach, der quatscht immer dazwischen. Ich wollte sagen, herzlich willkommen bei Empires of the Undergrowth. Und ich bin wieder am Strand und versuche es wieder. Man muss es einfach immer und immer wieder versuchen. Und diesmal werde ich den Ratschlag, es möglichst schnell zu machen, eilig. Ich hoffe, dass ich dann ein bisschen mehr Chancen habe, denn ich muss möglichst schnell, möglichst stark werden und deswegen wird hier gebuddelt, bis der Arzt kommt, bis der Moderkäfer kommt oder noch schlimmer, der Tigerkäfer. Das sind nämlich die großen Biester, die am Strand rumlungern und meine Ameisen wegfrühstücken wie nichts. Aber ich lasse auch sofort hier was aufbuddeln. So, hier machen wir auch gleich schon mal größer. Ein bisschen Futter. There is food to be found all over the beach, but the wood ants must be cautious and choose their trails carefully. Tiger beetles frequent the higher ground and they will make quick work of any wood ant that strays too close. So, wir haben 117 von 200 und ich brauche Ameisen. Ameisen, Ameisen, Ameisen. Ich kann gar nicht genug Ameisen haben. Erstmal Arbeiterameisen. 62. So, die 9, die packe ich in Gruppe 1. Die können erstmal gerade hier das absammeln. Und sobald sie das getan haben, gib mal Gas, Jungs und Mädels hier. Das sind ja alles Mädels. Husch, husch. So, 127, 150, das heißt, ich kann hier sofort schon mal zwei Soldaten mir gönnen. Ich darf mich natürlich nicht verausgaben. Ich muss zusehen, dass ich immer noch genug Energie habe. So, das kann ich auf alle Fälle dann auch aufsammeln. Denn da zischt ja hoffentlich kein fieser Käfer rum, wie da zum Beispiel. Wenn ich hier sammle, dann kommt er sofort angeflitzt. Da ist er. Guck dir diese Kiefer an. Ah. Der zermanscht. Und da sind sogar zwei. Jo. Okay. Ab unter die Erde. 140. Hier schon mal gleich einen dritten einsetzen. Und hier buddeln wir die erste Brutkammer für unsere Fernkampf-Spezialisten, unsere Mörser, die Säurespritzer. Und die sind wirklich sehr, sehr hilfreich. Ohne die komme ich nicht weiter. Wupp. So, Kampftruppe zusammen. Passt. Ich mache ruhig hier gleich auch mehr Platz für Futter. Beziehungsweise werte das auf, dass ich bloß nicht hier in die Enge komme und dann heißt es, ja, Futterlager sind voll. Aber meistens heißt es ja, Futterlager sind leer. So, was? Ich habe nicht genug Nahrung? Nicht gut. Wie sieht es draußen aus? Da liegt doch noch genug. Wieso ist denn meine Marke weg? Hier, Futter einlagern, aber zügig. Rucki zucki.
Tja, mache ich hier ja noch Beschleunigungsstreifen. Erstmal brauche ich mehr Ameisen. Das ist das Allerwichtigste. Die erste Nacht zu überleben, das schaffe ich normalerweise dann schon. Aber das letzte Mal bin ich an der zweiten gescheitert. Oder war es die dritte? Ich weiß, ich glaube, an der zweiten bin ich schon gescheitert. Wenn dann die Spinnen hier eindringen und alles platt machen. Das geht natürlich gar nicht. So, 108, das heißt, eine saure Spritze mehr geht auf alle Fälle. Und dann sollte ich auch tunlichst hier sofort weitermachen. Ist das Futter weg? Ja, ist weg. Das heißt, Leute, alle hierhin. Hier ist ja nur eine Moderkäferlarve und die ist Futter. So. There are intruders in the nest. Ja, aber nicht mehr lange. Das ist noch kein Problem. Mir ist jetzt erstmal wichtig, möglichst viel Futter zu bekommen. Tju, das wollte ich hören. Okay. 63. The tide is coming in. Soon the lower levels of the beach will be flooded. Das ist mir jetzt erstmal egal. Any ants caught in the surge will be washed out to sea. Die Flut kann gerne steigen. Ich bin an einem hohen Punkt. So, Arbeiter. 100 habe ich noch. So, kann ich eventuell hier noch irgendwas klauen? Nee. Gegen den Burschen komme ich einfach nicht an. Hier liegt aber was. Leute, hier hin. Ja, hier haben sie schön aufgeräumt. Nichts mehr da. Hier mache ich sofort schon mal die nächste Brutkammer klar. So, hier würde ich mal hier rumgehen. Ja, jetzt kann ich mir auf jeden Fall wieder was leisten. Es wird knapp. Es wird knapp. Ich brauche Futter ohne Ende. Nein! Da ist es schon passiert. Haut ab! Its long, slender legs, it's the king of speed on these intertidal flats. Its wide, carving jaws will slice effortlessly through squads of wood ants. It's going to take a monumental, unified effort to bring this beast down. Eine monumentale Anstrengung, ja. Ich arbeite dran. Sagen wir es mal so. Das war natürlich jetzt doof. Das hat wieder so gut wie gar kein Futter gegeben. Also buddel ich hier sofort weiter. Das ist auch egal. So, und hier kommt auch die zweite Brutkammer für meine Arbeiter. Ich glaube, diesmal mache ich hier gleich einen Durchgang. Das heißt natürlich, dass Gegner bei Bedarf hier schneller durchkommen, aber ich riskiere es mal. So, wie viele Ameisen habe ich? Ich habe wieder alle, aber ich habe nichts mehr zu futtern. Und vor allen Dingen, wenn es jetzt gleich Nacht wird, dann brauche ich unbedingt was zu futtern. The tide has almost reached its highest point. The sands east of the nest are about to be completely flooded. Ach, das wird. Ich habe so wenig Ressourcen. Das ist wirklich schwierig. The battle has begun. Das ist hier oben hoffentlich. Ja, ja, da oben ist es. Aber hier ist natürlich noch mal richtig Futter.
Und das sollte mir zumindest erstmal helfen, die erste Nacht zu überstehen. Lagert sie ein, Jungs, Mädels, Ameisen. Ich glaube, das kann ich mir vielleicht schon mal erlauben. Nee, kann ich nicht. So, 35. The tide is in, and soon night will fall. Ja, genau. As the temperature drops outside, nocturnal creatures begin to awaken. It would be wise for the roofer colony to stay underground and hope that their nest remains hidden until the morning. So. Oh, die Marker muss ich natürlich hier hinten hinsetzen. So. Damit die auch das ganze andere Futter finden. Leider ist das hier alles Stein. Overground, nocturnal hermit crabs rule over the sands at night. These creatures are typically scavengers, searching for algae and carrion on the beach. But due to the unusual incursion of Formica rufa colonies into this area, this particular community of crabs has developed a taste for ant flesh. So. Zwei hierhin. Und die Säurespritzen etwas zurückgesetzt. Ich glaube, eine Säure. The hermit crab has found its way into the nest. Eine the ants must mount a swift and decisive defense. Ja, swift. Swift können wir, aber decisive, naja, schauen wir mal. Kämpft, Jungs! Mädels! Mädels, kämpft! Mach die blöde Krabbe tot! Die ist Futter! Wir brauchen Futter! Schnippel! Das ist noch gar nicht mal gelegt. Da trauen sich die Arbeiter nicht hin. Jetzt trauen sie sich. So, gerade mal checken. Die langweilen sich da. Das ist nicht gut. Dann werde ich erstmal hier die Pheromonmarke löschen. Und dann würde ich auch mal hier gleich hingehen. Da sind auch drei Larven. Also Moderkäferlarven. Unangenehm, aber was soll's. So. Arbeitergruppen. So, und jetzt muss ich auf die nächsten Krabben warten, denn es kommen ja nochmal zwei und es kommen drei. Und dann habe ich zumindest die Nacht überlebt. Leider ist das mit dem Futter sehr schnell wieder knapp geworden. Aber immerhin habe ich jetzt vier Gruppen. Eine Arbeitergruppe, eine Soldatengruppe, eine Mörsergruppe und eine zweite Arbeitergruppe. A group of hermit crabs have stormed the nest. The larvae must be protected. Ist schon da. Und ich schicke jetzt mal die erste Arbeitergruppe mit hier an die Front. Vielleicht ein bisschen kämpfen können die ja auch. Ich muss nur wirklich aufpassen, denn das hier ist schon wieder unteres Limit, würde ich mal sagen. Da geht schon weiter runter, denn jede Ameise, die hier stirbt, die muss ja wieder nachgebrütet werden und das Nachbrüten kostet Energie. Gott sei Dank, die Feinde bringen ja wieder neue Energie mit. Die werden ja sofort eingelagert. Nur leider nicht genug. Das ist das Problem. Spritzt! Spritzt, Mädels, spritzt! Macht sie alle! Verätzt sie! Jawohl! So. Und da meine Arbeiter ja auch da sind, sollten die möglichst schnell auch hier das Futter einlagern. Bitte lass diese Zahl gleich wieder groß werden. 64, wunderbar. Und dann muss ich vor allen Dingen auch meine Kämpfer deutlich stärken. Die müssen viel stärker werden. So. Große Verluste haben wir nicht. Ich traue mich jetzt hier nicht,
noch weitere Brutkammern zu bauen, denn das kostet alles viel zu viel Geld und ich muss, wenn gleich drei hier ankommen, da sind sie schon hier, man sieht's. Der Feind rückt näher, macht euch bereit. Oh, die ist rot. Okay, Leute, ran. Lass sie gar nicht weit kommen. Haut drauf, haut drauf. More hermit crabs have found the nest. Ja, das sehe ich wohl. Ja, die müssen wir jetzt auf jeden Fall down kriegen. Und das ist nicht einfach, denn man sieht, die brauchen sehr, sehr viel Säure, die brauchen sehr, sehr viel scharfe Beißwerkzeuge. Mandibeln. Nehmt sie auseinander. Aber die haben halt auch einen Panzer. 32, 27, die Sache wird knapp. Ich sag 22. Einer ist gleich down. Jo. Aber immer noch zwei. 17, 12. Oh, 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 oh. Und danach geht's ins Eingemachte. Kann ich meine anderen Arbeiter hier auch noch hinschicken? Jetzt wird alles ins Feld geführt, was es gibt. Macht sie alle. 7, 2. So. Das Problem ist, die transportieren ja scheinbar so schnell nichts ab. Aber ich glaube, das schaffen wir. Die letzte ist auch fast down. Da ist sie. Sieg! Ich würde mal sagen, Sieg. So. Die lasse ich erstmal wieder frei. Die dürfen auch arbeiten. Und dann geht es sofort weiter. 68. Wir müssen raus Futter suchen. Und dazu baue ich jetzt hier verstärkte Gruppen auf, so. Es ist eigentlich noch dunkel. Ich würde sie ja gerne... nein, vielleicht auch nicht. The so. Tide is receding, and da muss ich dann hin. Dawns. Ich glaube, the hunters of the night return to the safety of the shadows, and the ants can begin to lay down new trails. The harvest must go on. Da schicke ich sie jetzt erstmal hin. Das ist noch nicht allzu weit. Und da gibt es schon mal wieder ein bisschen Futter. Drei. Ah ja, drei gibt's nicht mehr. A dead sardine has been washed up on the beach. Ja. This feast is too precious to pass up. But the smell will soon attract other scavengers. The ants will need to amass in great numbers to defend such a prize. Viel Futter. There are other wood ants out here. They have also come to take advantage of the buffet provided by the sea. Territorial disputes will invariably favor the colony with the greater numbers. So. 18. Aber die bringen hier richtig was rein. Guckt euch das an. Kleine Schrimps, lecker. Bringt es rein. Oh, ja, und den Dicken, der hat's ja natürlich auch wieder verjagt. Sollte ich mich gleich mal mit den anderen Ameisen anlegen? Ich glaube ja. Hier ist mehr Futter. Das Problem ist natürlich, die muss ich jetzt auch platt kriegen. 217. Ab. Aufrüsten. So, ich brauche mehr Säurespritzen. Ich brauche eine zweite Gruppe Kampfameisen. Ich traue mich mal zwei zu setzen. Has begun. Ja, das habe ich auch gedacht. Das wird nicht ohne Scharmützel abgehen. Was sind sie? Ja, guckst du, ne? Wir klauen euch alles weg. Und die dürfen wir vor allem auch nicht zu groß werden lassen. Die müssten wir also wirklich attackieren. Sonst haben wir echt ein Problem. Am besten, wenn wir uns gleich in die Nesseln setzen hier. Aber mit starken Verteidigungs- und Angriffs- und Verteidigungsmaßnahmen. So.
188. Ich könnte vielleicht mal hier zwei Säurespritzen aufwerten. Dann die zweite Arbeitergruppe vergrößern. Hier kann ich auch noch welche hinmachen. Denn die müssen so schnell wie möglich Futter ranbringen und meine Soldaten müssen halt kämpfen. Oh, gar kein Futter mehr da. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. Ja, hier, weil die sind schon wieder so stark. Hier meine Arbeiter, die kämpfen und eine Soldatin gegen eine. Wow. Aber da gibt es ja jetzt gleich Futter. Nehmt es ihnen weg. Oh. Ich könnte jetzt natürlich meine Arbeiter oder eine bestimmte Gruppe auch sagen, kämpft gar nicht erst, sondern seht zu, dass ihr was ins Nest bringt. Aber das klappt ohnehin ganz gut. 56. Okay. So, wo ich habe doch jetzt... Ach, die beiden. Das ist die neue Gruppe. Die verstärkt hier meine Säurespritzen. Da muss ich mir überlegen, wo ich die zweite Gruppe Säurespritzen hinbaue. Das wird hier ein bisschen gefährlich. Ich darf da nicht freibuddeln. Ich weiß nicht. Wenn ich die jetzt natürlich freibuddle, habe ich ein Problem. Das weiß man vorher immer nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. Super. So, genug Futter habe ich leider noch nicht. Ich würde auch meine Soldaten gerne verstärken, aber ich brauche mehr Futter. Schleppt es an. Hier ist nichts mehr. Leute, lasst es. Wir wechseln die Stellung. Ist der Dicke. Vielleicht hier. Ja, das ist gut. Das sind nur von den Kleinen. Das heißt, wir kämpfen jetzt an dieser Front. Überall, wo richtig Futter ist. Und hier ist vor allem auch die Sardine. Aber an die kommen wir sowieso erst nicht ran. Weil meine Ameisen automatisch, wenn sie irgendwo Futter sehen, das tragen sie rein. Deswegen können wir auch gleich erstmal hier bleiben. Und hier habe ich es mit diesen kleinen Tigerkäfern, diesen Tigerkäfern zu tun. Komischerweise, die gegnerischen Ameisen, die werden nicht gefressen. Frechheit. Warum immer nur wir? Unfair. So, 303 von 680, das heißt, die zweite Bataillon machen wir hier langsam auch auf. Hier kommt eine Verstärkung. Und ich verstärke die erste Gruppe hier schon mal. Oh, es wird knapp. Vorsichtig. Nicht zu viel. Nicht zu viel. Ich würde auch gerne meine Arbeiter verstärken, denn die können, wenn die richtig hochgerüstet sind, sind die auch ganz passable Kämpfer. Das ist vor allem dann auch ein bisschen günstiger. Ich hoffe, hier ist jetzt wieder richtig Highlife. So. Ja, und der stetige Kampf, der fordert natürlich auch immer seinen Tribut. Jetzt kommen beide an. Aber zu spät, wir haben immerhin, oder zwei von meinen Ameisen haben mir was eingesackt. Während die anderen, oh, die sind so stark geworden. Ich dachte, die hätten jetzt hier kaum noch was zu futtern. The tide is coming in. Soon the lower levels of the beach will be flooded. Auch schon. Any wieder. Ants caught in the surge will be washed out to sea. Nein! Und jetzt klauen die und die sind so stark geworden, die Biester hier. Die können doch nicht so stark sein. Warum? Ja, also das ist ein Multifrontenkrieg und ein Multifrontenkrieg ist nie gut. Und die haben wirklich enorm gute Säurespritzen hier.
So, die beiden, die packe ich schon mal hier mit rein. Und hier steht schon das Wasser. Also wir haben nicht mehr viel Zeit. Das ist nur wegen diesen blöden Biestern hier. Und woher holen die immer ihre Ressourcen? Ja, die sind natürlich tiefer im Wasser. Das kostet viel zu viel Energie, was wir hier machen. Und bringt nichts. Okay, Kinder. Ab, rein in den Bau. Dann müssen wir da weitermachen. Das hat so keinen Zweck. So. Wir haben ja noch da was. Und ich mache jetzt gleich den kurzen Weg hier. Der Wasserstand steigt, jawohl. The water is rising quickly. The ants must head for higher ground. Gruppe 1 schon mal hierhin, Gruppe 2 mal hierhin, nur zur Sicherheit, denn die drei sollte auch die Gruppe 1 völlig schon in den Griff kriegen. Hoffe ich jedenfalls. Gruppe 1 hierhin. Kämpft, kämpft. Ja, viel Futter ist natürlich wieder mal nicht. Wegen diesen gegnerischen Ameisen. Von den Tigerkäfern will ich gar nicht erst reden. Und hier sind ja auch noch gegnerische Ameisen. Die habe ich mir gemerkt vom ersten Mal. Denn das war ja wirklich brutal. Mittlerweile sollten wir mit denen eigentlich klarkommen. Und ich hoffe, dass hier ansonsten nur noch die Käferlarven sitzen. Nehmt mit, was da ist. So, kann ich vielleicht hier noch eine aufwerten? 154. Eine dritte Säurespritze. Hier haben wir 3, hier haben wir 7. Aber die sind nicht allzu stark. Und ich möchte ja eigentlich auch meine Arbeiter nicht nur vergrößern. Ja, das kann ich mir leisten. Die will ich auch verstärken. The tide has almost reached its highest point. The sands east of the nest are about to be completely flooded. Blub, blub. So, und ich hoffe, dass die jetzt gegen die jetzt in der zweiten Nacht angreifenden Spinnen klarkommen. Die müssen stark sein, sie müssen schnell und hart zuschlagen. Mal schauen, ob das klappt. So, ich gruppiere mal neu. Kampftruppen und Arbeiter getrennt. 3 und 4 sind jetzt meine Kampftruppen. There is another creature roaming the sands tonight. Arctosa parita, the sand bear wolf spider. In the day, these spiders retreat to the shade provided by larger plants on the edge of the beach. But once the sun has gone, they are far more active and on the hunt for a midnight feast. So, die müssen bei Bedarf hauptsächlich unsere Königin beschützen. Das müssen dann die Arbeiter übernehmen. Denn Soldaten haben wir noch nicht so viel. Und sobald hier eine reinhuscht, hoffe ich, dass sie sofort angegriffen wird. Aber die Biester sind so schnell. Da habe ich jetzt echt Schiss vor. Kurz rausgucken. A wolf spider has found the nest entrance. Zu spät. She is only small, but her venom will quickly incapacitate any ant that tries to fight alone. Wo ist sie denn? Wo? The queen is in imminent danger. Da ist sie. Aber sie kriegt jetzt volle Kanne. Das sind vor allem wieder alles hauptsächlich hier um meine Arbeiterinnen. Aber es sind viele. They are legion! Ja, voll. Das war aber Nummer 1. Futter sieht noch gut aus. Das heißt, da werden wir nicht knapp werden. Hier gibt es noch viel Futter, aber hier gibt es einen ausgewachsenen Moderkäfer. Und den nehme ich jetzt erstmal nicht vor. Die ruschen sofort durch. Ich glaube, ich mache hier direkt Kampfbereitschaft. So, 4 ruhig auch hier hin.
So ein bisschen Säure sollte meine Königin abkönnen. Und die Spinnen, die kommen sowieso so schnell durch. Darf ich jetzt mal auf meine Königin? So. Wunderbar. Wir bewachen den Eingang, aber es nützt ja sowieso nichts. Hier draußen kann ich nichts tun. Die Krabben bleiben Gott sei Dank da. Warum werden die von diesen Tigerkäfern nicht angegriffen? Bisher keine Spinne. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Oft sehe ich die gar nicht. Drinnen ist noch alles ruhig. Oh. Ich traue mich nicht. Ich würde ja gerne den da noch angehen, aber... Ach, das wird nichts. Da ist sie. Wupp. Zong. Die rennt another wolf spider sowas von durch hier. This one is large, fast and voracious. Da kommen wir gar nicht hinterher. Das ist Wahnsinn. Die... Wie soll... sie werden immer... Meine Ameisen rennen hin und her. Und die Spinne, die macht sich... sagt Edgy Badge. Aber sobald sie irgendwie jemanden beißt... ja, daran. Daran. Da ist sie doch noch. Nee, da ist sie mittlerweile. Oh. Macht sie platt. Jawohl. Okay. Also jetzt hier den Eingang zu beschützen, hat wirklich keinen Sinn. Es geht einzig und allein um die Königin. So, Futter. Ja, die gehe ich nicht auch noch an. Da traue ich mich einfach nicht ran. Denn wenn gleich... Die nächste Welle, das sind ja dann ja mehrere von diesen Spinnen. Und da bin ich das letzte Mal dran gescheitert. Bloß nicht zu viel Futter ausgeben. Bloß in Bereitschaft bleiben. Ich will diesmal gewinnen. Ich will gewinnen. Ich will gewinnen. Ich bin eine Königin. Meine Vasallen. Haltet Ausschau. Habt Acht vor der bösen Spinneninvasion, denn die kommt so sicher wie das Amen in der Kirche. Komisch. Hier ist da. Nee. Da sind sie. 1, 2, 3, 4 sind es. Alarm. Sind zwar hauptsächlich kleine und eine größere. More wolf spiders have found the nest. Ja, schon gesehen. Die laufen übrigens immer gleich in die Futterkammer. Die wissen, wo sie hingehören. Das finde ich in Ordnung. Das Problem ist, hier fressen sie erstmal meine Arbeit, meine Soldaten weg. Vielleicht mal so. Ich weiß gar nicht, wo noch Spinnen sind, wo gekämpft wird. Das geht hier so schnell. The ants must protect the queen. Ja, tun sie doch, oder? Wo kommt die denn noch wieder her? Wo kommt die denn noch wieder her? Boah, Hilfe! Also hier ist keine mehr. Dann, Leute, hier wieder hin. Okay, man sieht, wie stark meine Vorräte hier zusammenschrumpfen. Also gut, dass ich mir so viel aufgespart habe. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Dann können wir vielleicht gleich den hier nochmal angehen. So, da schicke ich mal die... Ja, lieber die Gruppe 4 hin. Und eine Arbeitergruppe. Ich hoffe, dass jetzt keine Spinnen mehr hier eindringen. Normalerweise sind das immer 3 Wellen, aber... wenn doch, habe ich mich verrechnet. Immerhin habe ich hier die Gruppe 3 noch. Die... positioniere ich mal direkt an der Königin. Sicher ist sicher. So, hier geht's los. There are intruders in the nest. Gruppe 4 hierhin.
Mit dem Dicken ist nämlich nicht gut Kirschen essen. Den müssen wir platt kriegen. Und vor allem, der kämpft ja auch mit ähnlichen Waffen wie wir. Nur, dass es, glaube ich, keine Säure, sondern irgendwie ein stinkendes Sekret oder so ist. So, vielleicht können wir das hier mal frei buddeln, um ihn von der Flanke anzugreifen. Gruppe 1, hierhin, da. As the sun rises over a new day, the tide recedes. The nocturnal creatures return to the shadows, and once again, the harvest must continue. Gut, dabei sind wir. Ich überlege gerade, ob wir das hier auch schon mal angehen. So. Gruppe 4, jetzt hierhin. Ich hoffe, sie kommen. Beeilt euch! Das sind alles bisher nur Arbeiter. Da kommen Soldaten. Predators are loose in the nest. So. The larvae must be protected. Gruppe 4. Meine bösen Gegner, die haben sich hier eingenistet. Aber diesmal werden wir sie platt kriegen. So, wir spritzen vor. Macht sie alle. Ja, ja. Das Dumme ist, ich kann das Spiel in dem Zustand jetzt nicht speichern. Hier gibt es nur durchspielen, durchkämpfen. So, das sieht gut aus. Und jetzt werde ich erstmal die Truppe hier deutlich verstärken. Die müsste ich eigentlich auch verstärken. Aber dazu brauche ich mehr Futter. Hier ist aber noch genug. Gruppe 2. Das ist jetzt Arbeit für die Arbeiter. Dann gucken wir mal draußen. Wie sieht's denn da? Wow! Gehe ich die an? Gut. Wir machen das mal wieder so. Zwei Gruppen. Diesmal sind es nur noch 3 und 4. Hierhin. Das wird zwar auch wieder ein epischer Kampf gegen meine gegnerischen Ameisen, aber was soll's. Da muss ich durch. Und hier habe ich wieder einen Zwei-Fronten-Krieg, weil die Burschen da ja noch durchlaufen. The ants must defend themselves. Oh, hier, da kommen sie an. So, momentan sehen wir ja sehr gut aus. Ich will vor allem mehr Säurespritzen haben. Hier noch eine hin. Kann ich mir das leisten? Ich kann mir das leisten. Ich muss mir das leisten können. Wir schaffen das, wir schaffen das. So, die tragen auch Futter rein. Das ist in Ordnung. Und da wird wieder gekämpft. Dann machen wir sofort hier einen Switch. Oh, da ist der Dicke. Hierhin. Vielleicht schaffe ich ja mal so einen Dicken. Aber das wird teuer. Auf der anderen Seite, ich bin momentan extrem gut dabei. Was Futter angeht. Kampfameisen. Weitere. Ah, ich will die auch aufrüsten. Die müssen ja auch stärker werden. So, das wird eine schöne große Gruppe. Eine Säurespritze können wir noch. So, die sammeln hier, ist irgendwo. Ja, komm. Leute, ran da. Da ist Futter. Und den Käfer, den kriegen wir auch irgendwie platt. Holt euch was zu. Aber der kriegt sofort. Och, das sind 3! Oh. Das wird natürlich haarig. Aber ich bin ja fast voll. Noch mehr Säure spritzen.
Die Gruppe machen wir auch voll. Und dann machen wir sie stärker. Sie müssen stärker werden. So. Die Lagervorräte, also meine Lagerhalle werde ich auch ein bisschen erweitern. Aber man hört, wie viel hier blub, 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 blub schon wieder schlüpfen, weil... Aber den Dicken, der ist jetzt ziemlich, der ist ziemlich down. Den kriegen wir. Ein kleiner ist schon draufgegangen. Und der ist ja dann auch Futter. Ey, der Dicke haut ab! So nicht! Da sollt ihr hin. Wir kriegen dich. Wir kriegen dich! Aber du hast genug andere Leute. Oh, meine Futtervorräte. Natürlich jetzt ganz böse nach unten weggegangen. Ich hoffe, sie bringen was nach Hause. Eine Nacht muss ich vorne noch überleben und die wird richtig heftig. Da ist er wieder. Und er kriegt sofort einen mit der Säure. Und gleich haben wir den down. Wir haben ihn down. Wir kriegen ihn down. Ja. Sieg. There are many more of them, but this is a milestone moment for the colony. They cannot be bullied by sheer size alone. Oh, das hört sich so gut an. Ey, Leute, und wo ihr schon mal dabei seid, könnt ihr... Ne, macht ihr. Ihr nehmt's mit. Das ist in Ordnung. Das wird noch lustig. Hier kann ich dann auf jeden Fall schnell noch ein bisschen was abgreifen. Das sollten nur... Die lösche ich erstmal gerade hier. Die wird nachher wieder stören. The tide is coming in. Soon the lower levels of the beach will be flooded. Any ants caught in the surge will be washed out to sea. Also das wird hier erstmal geflutet. Schlecht für meine Gegner, gut für uns. Ich glaube, das kann ich auch löschen hier. Es sei denn, hier unten ist auch noch was. Nein. Gut, wo können wir noch was abgreifen? Hier nicht. Und hier sind natürlich wieder die dicken Beetle. Sogar zwei. Das ist so verlustreich. Deswegen habe ich da echt Schiss. Und hier sind meines Wissens auch zwei. Da hinten ist noch einer. Gut, die bringen erstmal Futter ins Haus. Und ich werde hier ganz gewaltig mal ein bisschen aufrüsten. Für die nächste Nacht. Aufpassen, ich bin schon wieder auf 191 runter. Aber es sieht jetzt gut aus. Ich habe zwei ziemlich starke Kampftruppen. So, die Truppe 4, die soll hier mal nebenbei schon mal ein bisschen Futter anschaffen. Fangen wir mal hier an. Ja, da sind auch Soldaten bei, sehr gut. The water is rising quickly. The ants must head for higher ground. Sogar Ameisen nur. In Klammern nur. Aber hier ist noch was Dickes. Hauptsache ist Futter da. Hier mache ich jetzt mal eine Abkürzung. So, damit meine Ameisen nicht so weit laufen müssen. So, und dann machen wir gleich hier weiter, ne? Würde ich mal sagen. Gruppe 2. Schon mal gleich hier sammeln. Oh ja. Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Ja, das sind gegnerische Ameisen. Predators. So. Gruppe 2, hier hin.
Ah, das sind nur zwei. Easy. Predators are loose in the nest. Easy going. The larvae must be protected. So, vielleicht kann ich. The tide has almost reached its highest point. The sands east of the nest are about to be completely flooded. Noch ein bisschen was verstärken. Ach, bitte auch die Arbeiter, denn wie gesagt, die sollte man nicht unterschätzen. So, jetzt muss ich aufpassen. Kinnas? Kinnings? Hallo? Geht mal hier rüber, da ist noch Futter. Und hier haben wir noch mal einen dicken, aber von dem wissen wir jetzt ja auch, dass wir so. The tide is in, and soon night will fall. Oh, as the temperature drops outside, nocturnal creatures begin to awaken. It would be wise for the roofer colony to stay underground and hope that their nest remains hidden until the morning. Hier ist am meisten Futter, aber hier sind glaube ich drei gewaltige. Nee, ich hab genug Futter. Ich baue meine Verteidigung auf. Das wird die Vorhut. Beziehungsweise ich mache jetzt mal wieder eine Trennung zwischen Soldaten und Artillerie. So, die Artillerie kommt hier hin. Da geht schon los. Mann, das ging aber schnell. A wolf spider has found the nest. Okay. Die zweite Artilleriegruppe direkt zur Königin. Meine Gruppe 2 der Arbeiterinnen auch hierhin. Oh, hier, da haben wir es wieder. Die gehen sofort auf die Königin drauf. Okay, dann muss ich hier alle meine Kampftruppen. The ants must protect the queen. Ja, machen sie aber auch. Wobei dieses wuselige Ding. Die sind so fies. 1, 2, 3. Wie viele Spinnen sind das denn? 4, 5. Und da schrumpfen nämlich meine Vorräte. Ganz gewaltig. The ants must protect the queen. Das gibt's doch nicht. Wieso sind wir schon wieder so kaputt? Gruppe 4. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die dritte. Tucked mere centimeters beneath the path of choice for a vast array of nocturnal predators. It was only a matter of time before this queen and her small brood were overwhelmed. Their legacy? A picnic. Served up for the creatures of the night. Das ist doch wohl nicht wahr. Die beschmeißen, als ob hier dieser sadistische. Dieser sadistische Laborant hier die ganzen Spinnen reinschmeißt. Das ist ja Wahnsinn. Wir waren so gut drauf. Wir waren so gut drauf. Ach, Mist. Okay, Leute. Ich hab's versucht. Aber ich werde es nochmal versuchen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.